wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe mir gedacht, ich nehme mich heute wieder mit durch meinen Tag. Heute wird zwar nicht allzu viel Spannendes passieren, halt einfach ein Alltag wie immer. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen putzen, das Wohnzimmer muss sauber gemacht werden. Die Mädels habe ich gerade in den Kindergarten gebracht. Werde jetzt schnell durchs Wohnzimmer fetzen, alles putzen. Dann die Bäder will ich noch sauber machen, durchsaugen, ganz normaler Alltag eben. Aber ich will auch heute meinen Kleiderschrank aussortieren. Da hat sich nämlich so viel Zeug gesammelt. Das möchte ich heute noch machen. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch alles so schaffen. Viel Spaß beim Video wünsche ich euch. Das muss ich jetzt auch mal aufräumen. Das ist die, wir waren an Halloween mit meiner großen Süßes oder Saures sammeln. Und da kam eine ganze Schüssel dabei raus. Die habe ich jetzt in eine Schüssel getan. Aber ja, das ist unser Süßigkeitenfach. Und ich denke, ich tue jetzt die Kiste, was sie eben da gesammelt hat. Die ganzen Sachen tue ich jetzt auch unten in die Süßigkeiten-Schublade. Aber ich glaube, ich sortiere da mal ein bisschen aus, weil ich weiß gar nicht, was da so viel ist. Man hat ja immer so viel Zeug, aber vieles isst man dann gar nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah, offene Brombeeren. Gut, die essen die schon noch. Und vor allem habe ich mich, ja, die kann ich jetzt wegschmeißen, glaube ich, habe ich mich so gefreut auf diese Gewürzspezialitäten, weil ich in Erinnerung hatte, dass die mir voll gut schmecken. Ja, einen alten Scheiß, die haben überhaupt nicht geschmeckt. Das war voll der Fail. Ja, die entsorge ich jetzt. Ja, und entsorge jetzt da auch noch so ein paar andere Sachen aus der Kiste, weil manches wird einfach nicht gegessen. Warum sollte ich das dann lagern für... Ja, kennt ihr das? Süßigkeiten-Schublade? Man kriegt irgendwas geschenkt oder kauft irgendwas und schmeckt einem nicht und es bleibt dann für 2 Jahre in der Schublade und keiner isst. Genau, bevor es 2 Jahre jetzt bei uns in dem Schrank verweilt, tue ich es lieber gleich weg. Ist schade, aber was soll ich damit? Die Schublade, weil die auch irgendwie chaosmäßig aussah, auch gleich aufgeräumt. Jetzt sieht es doch... Also ich weiß nicht, aber irgendwie haben wir zu viele Süßigkeiten. Aber ich esse halt so gern Süßigkeiten. Und manche Süßigkeiten esse ich davon jetzt nicht so gern und die bleiben da halt ewig kalten. Aber irgendwie zu schade auch zum Wegschmeißen. Ich habe jetzt das weggeschmissen, was auf gar keinen Fall gegessen wird. Aber ja, das Milka-Herz da hinten, das wird schon gegessen. Das Blätterkrokant-Kugel, habe ich letztens geschenkt gekriegt. Absolut nicht so meine Sache. Ja, ich schau mal, ob es den Mädels schmeckt. Ansonsten schenke ich es meiner Mama. Da weiß ich, die mag das gern. Ja, das ist halt dann einfach zu schade zum Wegschmeißen. Sowas macht man nicht. Jo. Das würde ich jetzt sagen, erledigt. Jetzt müssen wir mal in den Keller. So, wir müssen Holz holen. Oh. Jetzt mal unseren Holzkeller sehen. Wow! Das ist unser Holzraum. Ja, das ist Palettenholz. Das haben wir mal geschenkt gekriegt. Also so Einwegpaletten. Haben wir alles klein geschnitten mit unserer Kreissäge. Viel mein Mann, aber auch ich habe geholfen. Und das ist Buchenholz, das haben wir gekauft. Mit, wie heißt denn das? Stör? Ich weiß gar nicht. Ja, da werden wir jetzt mal Holz mitnehmen für oben. Holzkiste gepackt, also das heißt nicht das Stör, sondern Steher, glaube ich. Oh mein Gott.
Ja, und da geht's auch, da ist jetzt noch von unserem Garten. Wir haben ja einen Baum geschnitten. Aber das Holz kann man zum Beispiel noch nicht verwenden. Das muss erst trocknen. Das ist noch viel zu nass. Deswegen liegt es hier und da liegt auch noch von unseren Bäumen halt, wo wir jetzt halt im Herbst geschnitten haben. Aber die nehmen wir jetzt nicht, weil die sind noch viel zu nass und dann gibt es einfach keine gute Wärme, finden wir. Ja, aber ich glaube, wir haben es kuschelig warm diesen Winter. Wir haben dieses Jahr ein bisschen für mehr gesorgt, weil letztes Jahr, glaube ich, mussten wir immer nachkaufen. Das war voll blöd im Winter nachkaufen, Holz dann in der Kälte in den Keller schleppen. Und deswegen haben wir gesagt, diesen Sommer sorgen wir vor und kaufen mehr Holz. Ja, aber ich denke definitiv, dass wir jetzt genug haben und dass es den Winter reichen wird, hoffe ich. Und unter der Treppe ist auch noch Holz. Also definitiv wird es hoffentlich diesen Winter reichen. Nein, das wird reichen. Also so viel heizt man ja auch nicht. Aber ja, und dann stapelt sich der Müll schon wieder. Ja, und das ist genau die Ecke, wo ich euch letztens mal gezeigt habe, was mich dann nervt, wenn ich in den Keller runtergehe, zum Beispiel zum Holz holen. Und ich sehe dann diese Ecke. Und deswegen muss ich das immer noch wegfahren. Aber noch hält sich das ja in Grenzen. Noch geht's. Aber bald muss ich bestimmt wieder zum Wertstoff fahren. Wir befüllen den Ofen dann auch immer gleich. Machen jetzt nicht an, weil wir haben draußen 20 Grad. Also zumindest hatten wir gestern 20 Grad. Also noch brauchen wir ihn wieder jetzt nicht, weil es ist ja total warm im November, gerade bei uns. Aber wir befüllen ihn immer gleich, dass wenn es dann mal kalt ist, dass wir ihn einfach nur anmachen müssen. Also sobald, wenn wir halt aufgeräumt haben oder den Ofen sauber machen, dann gleich voll machen. Und wenn es dann kalt ist, kann man ihn gleich anmachen. Fragen wollte, habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Also das Sofa ist steinalt schon. Also das ist bestimmt, das hatten wir noch in unserer ersten Wohnung, ja, 8, 9 Jahre alt. Aber das Sofa, das geht jetzt kaputt. Also da löst sich dieses Kunstleder, ist es wahrscheinlich hier. Und das sieht total blöd aus. Als ob da Dreck liegt. Vorhin schon gedacht, das Dreck, aber nee, das löst sich. Habt ihr da so einen Tipp, was man machen könnte? So, weil ich habe noch keine Lust, ein neues Sofa zu kaufen. Ich habe noch eine kleine 1,5-Jährige und nee, das lohnt sich noch nicht. Wenn die dann stubenrein ist, dann kauft man ein neues Sofa. Aber bis dahin, nee, schaut so komisch aus. Habt ihr einen Tipp? Wisst ihr, wie man das so ein bisschen reparieren kann, ohne dass es so aussieht, dass, als ob es Dreck ist? Das ist echt blöd. Schau, wenn ich es jetzt so halte, dann denkt man, das ist Dreck. Dabei sieht man, das ist einfach nur hier abgegangen. Total blöd. Wenn ihr einen Tipp habt, gerne unten in die Kommentare. Ich wäre dankbar. Ist echt doof. Heftig. Heftig. Also wir haben es jetzt schon kurz vor 11:30. Um 9 habe ich angefangen. Ein bisschen habe ich euch ja mitgenommen. Und ich bin gerade jetzt unten erst fertig geworden. Also ich habe 2,5 Stunden gebraucht also fürs Erdgeschoss. Obwohl ich jetzt nichts Besonderes wie aussortiert habe oder so. Außer den Süßigkeitenschrank, das habt ihr ja gesehen. Aber sonst nichts. Aber ich habe halt gewischt, Staub gewischt, gesaugt, Bad geputzt. Ja, keine Ahnung, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Aber dafür alles sauber. Ja, das Playmobil-Haus wollte ich eigentlich auch noch Ordnung machen, aber naja, ist ja nicht mein Haus, ne? Sollen die Kinder machen. Ja, es ist wieder herrlich sauber hier. Ich habe ja hier gewischt. Nicht weitergehen. Ja, und Flur habe ich auch gewischt. Auch Bad habe ich geputzt. Und jupp. Alles eigentlich sauber gemacht. Aber ich habe oben noch nicht geputzt. Und eigentlich wollte ich den Kleiderschrank noch aussortieren. Das haben wir schon 11:30. Boah, putzen ist anstrengend. Ein Haus ist echt anstrengend zum Putzen und zum Sauberhalten. Und es ist echt, also, wenn ihr euch überlegt, ein Haus zu mieten oder zu kaufen, bedenkt es gut. Man muss es auch putzen und sauber machen. Nein, aber es ist wunderschön, ein Haus zu haben. Das auf jeden Fall. Aber es ist auch viel, viel, viel Arbeit. Man unterschätzt das Ganze. Aber man will es ja auch immer sauber haben, ne? Ja.
gehe ich mal nach oben. Vor allem muss ich Wäsche auch noch anschalten und Wäsche muss ich auch noch bügeln. Und meine Kleine muss ich um 12 holen. Heißt, wenn sie Mittagsschlaf macht, muss ich weitermachen. Ich hoffe, ich schaffe meinen Kleiderschrank noch. Das habe ich nämlich die ganze Zeit so im Hinterkopf, dass ich meinen Kleiderschrank noch aussortieren will. Aber Zeit ist jetzt doch davon gerannt. Buntwäsche habe ich jetzt schon angeschalten. Da liegt dann noch Schwarzwäsche. Weißwäsche ist noch zu wenig, Gott sei Dank. Aber hier muss ich dann, wenn meine Kleine Mittagsschlaf macht, noch bügeln. Oh. Ich werde einfach nicht fertig. Ich weiß nicht, ob das noch klappt mit dem Kleiderschrank aussortieren. Ja. Ja, so sieht das Kinderzimmer aus. Ah, ein Schweinestall. Ah, das Bett wollen wir jetzt bald neu machen. Also entweder verkaufen wir das Bett. Oder, aber ich will das Zimmer ein bisschen umdekorieren. Oder mein Mann, wir wollen ein Hausbett. Kennt ihr bestimmt. So ein Hausbett, wo dann so wie ein Haus ausschaut. Entweder machen wir das obere Bett einfach weg und mein Mann bastelt das selber. Wenn er Lust hat, er überlegt noch, ob er das machen will. Oder wir kaufen ein neues und das verkaufen wir ihm. Ja, und dann will ich halt hier noch so Einhorn, so geschlossene Augen vom Einhorn hinhängen und einen neuen Teppich, weil das kunterbunte Ding, nee, nervt mich. Hab schon voll den schönen gesehen, einen grauen. Ich will das halt einfach so ein bisschen süßer machen, schöner machen, das Zimmer, ja. Eigentlich wollte ich von meiner Kleinen das Zimmer neu machen, weil das ist ja eigentlich voll das alte Zimmer, das ist immer noch von meiner Großen, das alte Zimmer, aber die ist noch zu klein. Die braucht noch ihr Bett und so lange lassen wir das alte Zimmer noch und wenn die dann ein neues Bett kriegt, dann wird das ganze Zimmer neu gemacht. Ja. Und weil ich aber jetzt Lust habe auf was Neues und ja, ich so ein Hausbett voll süß finde, kriegt halt meine Große schon mal so ein Hausbett. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe auf eine Veränderung. Und ich habe meine Große auch schon gefragt und die hat da voll Bock drauf. Also, ja. Und ich habe jetzt auch voll Bock drauf aufzuräumen. Also, ich verstehe nicht, wie man so ein Chaos hinkriegt an dem Schreibtisch. Ah! Ja, also ich räume jetzt mal im Turbogang auf. Ja. Oh, weil ich ja meine Kleider bald holen muss. Fertig. Kinderzimmer. Hab's noch schnell durchgesaugt. Frisch. So. Hab dann gleich den Rest hier noch durchgesaugt. Hier noch ein bisschen Ordnung gemacht. Aber auch nicht großartig, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe. Hier noch schnell durchgesaugt. Und jetzt noch schnell Bart putzen. Das sieht noch saumäßig. Ja. Ich weiß nicht. Wollte ich euch das zeigen? Ja, zum Beispiel, da liegt ein Haar und das ist halt nicht sauber, ne? Das muss jetzt noch sauber gemacht werden. Und dann muss ich meine Kleine holen. Blitzputzen. So, jetzt gehe ich nicht rein, aber Bad ist gewischt, ist auch wieder sauber und haarfrei. Jetzt zeige ich euch mal, aber das werde ich jetzt halt heute leider nicht mehr schaffen. Und zwar handelt es sich um diesen Kleiderschrank. Also, der komplette Schrank ist eigentlich mein Schrank. Um mal schnell wieder zu machen, das ist ja unordentlich hier. Und das hier. Ja, wartet. Noch nicht vorbei. Das hier. Gut, das ist von meinem Mann. Das sind die Arbeits-T-Shirts von meinem Mann. Das war es aber auch schon. Das hier ist auch schon so reingebollert, unordentlich, wenn man halt einfach nichts findet. Und das hier. Also ihr seht schon, jede Menge. Und was zieht man davon an? Nicht mal 10% oder vielleicht 10 bis 20% davon. Keine Lust mehr drauf. Jeden Früh stehe ich vorm Kleiderschrank und denke mir, oh, was ziehe ich denn an, was ziehe ich denn an? Ziehe dann doch immer das, mehr oder weniger, aber da muss eher so, ziehe dann doch immer eher die Sachen an, wo ich gewohnt bin anzuziehen. Deswegen dachte ich mir, der muss aussortiert werden. Da muss mindestens 50% von dem Schrank muss einfach weg. Ja, aber leider ist es jetzt schon
Zeit, meine Kleine abzuholen. Es ist Zeit, dann oben zu bügeln. Das werde ich nicht mehr schaffen. Aber ich denke, das mache ich dann einfach mal in einem separaten Video. Also nicht, wenn ich wieder so denke, ich zeige euch meinen Alltag, sondern heute misste ich den Kleiderschrank aus oder so, nenne ich das Video dann. Weil irgendwie wollte ich das ja heute mit einbringen in meinen Alltag. Ich wollte es ja auch wirklich heute machen. Aber lauter Putzen und Zock und oben habe ich jetzt auch nur eigentlich so ganz schnell Wischiwaschi gemacht und bin trotzdem nicht fertig geworden und muss trotzdem jetzt noch dann bügeln und habe gar keine Zeit, heute noch den Kleiderschrank auszusortieren. Weil wenn die Kids da sind, dann will ich mich mit den Kids beschäftigen und nicht mit Putzen oder Aussortieren oder sonstiges. Dann spiele ich einfach ganz gern mit denen und beschäftige mich nur mit ihnen und nicht mit meinem Kleiderschrank oder mit Putzen oder so. Deswegen versuche ich das immer vormittags zu machen. Aufräumen und so, naja. Habt ihr überhaupt Interesse, mir dabei zuzuschauen oder so? Oder ein Video über Kleiderschrank aussortieren? Könnt ihr ja auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, somit beende ich diesen Vlog auch. Ich hoffe, euch hat der Putz-Vlog mal ja wieder gefallen von mir. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo wisst ihr ja sowieso. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!